So, liebe Freunde, gleich direkt im Anschluss. Hier gibt es irgendwo das fatale Ereignis. Das mit, da ist der. Der Mulch. Ja, Level 3 Viecher sind jetzt nicht unbedingt sehr stark. Haben wir irgendwo noch Gegner? Leider keine neue Quest dazu bekommen. Au. Ein Orobohn. Ah. Wir müssen also weiter vorlaufen anscheinend. Noch ein Mulch. Aber Level 3, das sollte jetzt nicht allzu schwierig sein für uns. Ja, die Hälfte ziehe ich ja weg mit einem Attack. Das ist ja kein Ding. Ja, jetzt seht ihr mal den Ruhebonus, habe ich gerade bekommen. Routine steigt plus, um 45 plus 7%. Und jetzt noch 42, wieder 42. Also als wir gerade ein bisschen in der Stadt waren, habt ihr den Ruhebonus erhalten. Nein, ich glaube, das ist doch nicht der Ruhebonus. Verdammt nochmal. Oh, der speit, glaube ich, gleich. Der Molch. Oh, kein Mana mehr. Oder weiß ich nicht, was genau der fällt erfolgreich. Füttern vorbei. Ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt sehr lohnenswert gewesen. Aber wir können trotzdem noch die Viecher töten. Die brauchen wir für eine Quest. Würde ich sagen, nehmen wir die gleich noch mit, wenn wir schon mal hier sind. Level 5. Hm. Nicht sehr stark, aber ich habe keine Mana mehr. Wie fast die ganze Zeit. Fettigen Orobohnen sammeln. Und dann gleich noch einfrieren, damit er überhaupt nicht mehr zu uns kommt. Ja, er kam trotzdem zu uns. Er ist trotzdem minimal schnell, trotz Einfrierung. Also die Leute sind nett, die helfen einem. Was mich aber manchmal einfach aufregt. Weil man manchmal gar keine Hilfe braucht. Aber gut, ist ja nur nett gemeint von den Leuten. Ich glaube, das will seine eigenen Orobohnen jagen. Der wollte mir gar nicht helfen. Als er noch einer, dann hat er sein Farmgebiet für sich allein. Uns fehlt nur noch 2215 Erfahrung. Und fürs nächste Level, für Stufe 8. Ja, 70 hat er gebracht, 70 Routine. Jetzt nicht unbedingt super toll viel. Aber er ist auch fertig mit seiner Quest anscheinend. Oh, ja, meine Eintagsfliege für unser Bestiarium. Ja, der hat sie natürlich auch schon gesnackt. Oh. Neues Fate, oder wie? Scheint nicht so. Jedenfalls nicht laut, laut der Karte. Aber wir können ja mal dahinter zu der Quest gehen. Wenn wir sprinten, da haben wir so einen Riesenkristall. Ja, so viele kleine Lager in der Einöde hier von den ganzen Anbewohnern. Oder sogar eine richtige Taverne. Zum Würfel und Becher. Guten Tag. Hi Roger. Alles Roger, Roger? Ups, habe ich jetzt auf Abbrechen gedrückt. Ein Ärger aber auch. Muss mal aufpassen, wo man hinklickt. Wir haben zweimal was zu futtern bekommen anscheinend. Ja komm, helfen wir dir mal. Wobei auch immer. Achso, wir sollen dann schon wieder mit den Leuten reden. Ach, dass die Leute das noch nie selber können, weißt du? Bestellung bei Kunden, ach so, der Kunden aufnehmen. Jetzt sollen wir Putze spielen, hier Putze Kellner spielen oder was? Feldbereich, ja, direkt vor uns entstanden. Oder direkt in uns? What? Ach, ist die Minimap wieder nicht ganz in Ordnung. Schauen wir mal bei Vovo Baru, vielleicht ist er der hier, der letzte mit der Bestellung. Oh, das nehmen wir mal so maximal hier Malertränke mit. Die haben wir recht wenig davon. Ah ja. Noch eine neue Quest. Trotzdem brauche ich die letzte Bestellung noch. Wo ist die? Ihr schuft ihr. Aber nach oben geht es ja auch nicht. Gut, die Bestellung ist weg. Ah, wir können erstmal fighten. Ist ja auch in Ordnung. Jetzt wäre es ganz geil, hier Dings zu machen. So ein Flächenzauber. So was wie das hier gerade machen. Die Schweine. Die Hälfte ist schon um Erfahrungsstufe gestiegen. Kommando Unbeirrbarkeit. Der nächste Zauber wird nicht unterbrochen. Interessant. Ja, okay. Kein ganz so toller Zauber.
Aber es wird. Oh, Saufnase Guguron. Ein etwas größeres Monster. Jetzt ist er abgebrochen worden. Toll. Schon wieder abgebrochen. Scheiß Betäubung von dem Vieh. Ah, der ist schwer. Der ist C. Aber bei 20 Leuten hat er, glaube ich, auch keine Chance. Der ist wieder Ayan Asif, die sich gerade auch den Orogons gewidmet hat. Ja, unser Mana ist recht begrenzt. Mal immer wieder abwechseln zwischen den einzelnen Zaubern, damit die nicht allzu teuer werden. Schon wieder betäubt. Mann, ist das viel ätzend. Wirklich ätzend. Ein Stufe 7 Viech, was so unglaublich zäh ist. Wir sind mittlerweile Stufe 8. Ah, wieder volles Mana. Ja, diese Unbeirrbarkeit sollte man auf jeden Fall benutzen für starke Zauber, die wirklich viel Cooldown haben oder viel Castzeit. Damit man hier nicht unterbrochen wird. Guguron, stirb! Durch meine Hand, hoffentlich. Leider nicht, glaube ich. Patsch. Fertig. 1120 Routine wieder. Hier sieht man leider. Ja, doch, ist ja schon richtig. Da steht ja auch alles da drunter. Oh, was, wo ist das letzte Ding jetzt? Über uns direkt. Geht's ja nach oben irgendwo noch? Ich hab doch geguckt, die ging's denn da oben? Ey, hier ist gerade noch einer reingegangen, oder nicht? Ein Mensch ist ja doof. Muss ich irgendwie auch mal außen rum? Schauen wir mal, ob wir von hinten rein können. Kohlenstaub. Ja, scheint so, als ob man von hier oben rein muss. Oder vielleicht sitzt er auch da oben, wer weiß. Keine Ahnung, was die Leute manchmal machen. Oder er ist, ja, direkt da oben. Adalfunz. Der bewacht das hier alles. Ein neuer Laufbursche, ja, genau das bin ich. Extra für dich, ein Laufbursche. Juhu! Aua! Eine ganze Menge Fallschaden. 78? Mehr als 50%. Ja. Saure Eier oder allergisches Zinnstück. Lecker. Nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist so ein kleiner, auch Erfahrungsboost. 3% Routine gibt es anscheinend dazu. Und er hat eine spannende Aufgabe für gelangweilte Abenteurer. Na dann, lassen wir uns mal überraschen. Direkt vor uns ist einer, der besprochen werden will. Na, wo ist er denn? Das ist ja wirklich ein riesiges Gebiet hier, eine Fassfalle. Oh Gott, hat die mich gerade erschrocken. Scheiße. Okay. Achso, ich muss auch mit dem Ding interagieren. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Wirklich. Horrorgames nicht, aber bei sowas, weißt du? Eine wilde Spitzmaus. Ah, die hat auch nichts zu sagen. Hauen wir sie unter unserem Stab. Oh, jetzt machen wir zwei Schaden immerhin, statt nur einem. Aber wie langsam er angreift, ist Wahnsinn. Da haben wir noch eine Fassfalle. Also ein riesiger. Ihhh, Biene! Okay, nur eine Mistfliege. Eine Mistfliegenwolke. Ekelhaftes Summgeräusch, wirklich ekelhaft. Kostet mich das eigentlich Mana? Scheint nicht so. Nö, denke nicht. Ja, und die Trans... Wie hieß es? Transposition. Gut, zwei getötet. Oh, was haben wir denn hier Fettes? Hier gibt es, glaube ich, auch gerade ein Riesen-Event. Ah, ich weiß nicht, was für eins. Ah, doch, hier ist schon wieder so ein Fate-Ding. Mann, hier gibt es so viel zu tun. Ist ja Wahnsinn. Kann man sich jedes Mal ablenken lassen? Sowas von einfach. Da ist ein Stufe 6. Die Würfel sind gefallen. Aber irgendwo dahinter. Da oben auf dem Berg irgendwo. Machen wir das noch ganz kurz mit. Ich finde die mal mega interessant. Feldbereich. Ja, ich weiß, ich bin noch nicht mal da und der hat mich ja schon in den Bereich reingeschlossen.
Wo kämpfen sie denn? Da sind sie. Ja, machen sie schon wieder hier AOE-Angriffe, die Schweine. Hauptsache dabei sein, ein bisschen Routine abfarmen. Ist wirklich eine gute Methode, um zu leveln. Ups. Ah, ist ein Freund. Wo haben wir denn die Gegner hier? Hier sollte man nicht alle auf einem Fleck stehen. Der ist echt ätzend. Kann man ja gar nichts angreifen, ihr egoistischen Viecher hier. Fällt erfolgreich. Ganze 585 Erfahrung. Ist ja ganz toll. Ja, da kann man uns wieder runterspringen lassen. Wieder ein bisschen Leben verlieren. Alter, wie schnell ist denn die? Peachy Rara. Ja, die verliert auch Leben. Juhu! Autsch! Okay, nur 33. Anscheinend, weil ich vorher etwas gesprungen bin. habe ich ein bisschen mehr Schaden bekommen. Aber bitte, da hast du dein Mäusefleisch. Was können wir uns auswählen? Krieger, okay, brauchen wir nicht. Aber eine Schärpe. Die haben wir anscheinend noch gar nicht angelegt, eine Schärpe. Kennen sonst überall alles schlechter. Gut, hier ist anscheinend keine Quest mehr. Westliches Tanala. Wo muss ich überhaupt hin eigentlich? Wo wollte ich überhaupt hin? Orientierungslos zentrales Tal hier irgendwo. Ach so, stimmt, bist du aber Stufe 10 leveln. Da würde ich sagen, westliches Tarnalan, da haben wir aktuell anscheinend eine Quest. Ja, und hier oben ist halt wieder, was, Stufe 19? Wahnsinn. Brauchst du wirklich ewig, wahrscheinlich ewig lange, bis man Level 19 ist hier hinten. So, wir müssen eigentlich entgegen in diese Richtung hier hinten, lang die Straße lang. Mal lang schlendern. Können wir uns gleich mal diesen komischen Kristall anschauen. Bin auch gespannt, was das sein soll. Noch so ein komisches, riesiges Gebiet. Haben wir irgendwelche Händler? Rüstungshändler und Krämer. Handel und Reparatur. Werkzeuge. Kann man also schmieden. GLD ist nicht unsere... Sind nicht unsere Klassen. Also Alchemist und so weiter bräuchte man... Dann könnte man sich also noch Tränke kaufen. Ah, okay, das sind so stark und schwache Heiltränke. Heiltrank, Supertrank, halt höchstens maximal 170, der nur maximal 80. Und der hier halt Ether zum Mana regenerieren. Gerade 1 dunkle Materie. Habe ich anscheinend 10 auf Vorrat. Zum Reparieren. Würde ich sagen, machen wir das doch gleich mal. Reparieren wir irgendwas. Mein Knochenstein, dieser Händler, diese komischen Buttons gehen mir auf den Sack. So, weg damit jetzt. Alles reparieren. Für 7 Gil. Okay. Habe ich irgendwas verloren dadurch? Dieses komische... Ne, immer noch gerade 1 dunkle Materie, alles klar. Da habe ich also nichts verloren. Aber wir haben noch saure Eier. Routine plus 3%, Rate kritische Treffer 7%, maximal 6. Konstitution plus 4%, maximal 4. Das heißt also 1% kritische Trefferrate geht anscheinend vorbei. Oder verloren. Okay, Rüstungshändlerin, ob die was zu kaufen hat. Rüstung, Krieger, Magier. Ja, das sind wir ja. Wir sind ja die kleinen Magier. Aber da haben wir alle Klassen, zum Beispiel eine Hanfkukulle. Oh, sehr schön. Also nicht übel. 309 als Preis. Ich meine, kaufe ich es einfach mal. Es wäre geil, wenn man nur was für unsere Klassen sehen könnte. Oder für die, die für uns passen. Sonst muss man sich jedes Mal irgendwie durchhangeln. Anlegen. Wie sieht das denn bitte aus? Was ist denn das bitte für ein Umhang? Ich habe gar keinen Kopf angelegt, kann das sein? Warum hat er meinen Kopf abgelegt? What? Ach so, weil das anscheinend ein Gewand ist. Das ist natürlich ärgerlich. Könnte ich meinen Hut nicht tragen. Das ist doch doof, oder? Ach so, da steht jetzt keine Ausrüstung am Kopf. Das müsste man jetzt abwiegen, wie gut dieses Item ist. Also 7, 13, was gibt das Ding hier? 5 und 10. Und Intelligenz plus 1, Willenskraft plus 1. Und das insgesamt 1 plus dazu bei jedem. Ich würde sagen, legen wir es uns an. Sieht ganz cool aus. Sieht ein bisschen affig und cool aus. So, Etherit. Können wir uns harmonisieren? Ich weiß nicht, ob ich hier draußen bleibe. Ich breche es mal ab. Ich bleibe dann doch lieber erstmal in Tarnalan.
ungern will ich hier irgendwo am Arsch der Welt meinen Punkt setzen. Meinen Wegpunkt nenne ich ihn einfach mal. Und da haben wir noch ein nächstes Ding. Finde ich cool. Gehen wir nochmal so ein Ding erforschen, wenn wir denn schnell genug sein sollten. Wahrscheinlich sind da wieder die Leute, die die AOE-Angriffe machen. Bringt das also nicht wirklich viel. Okay, lassen wir das. Haben wir jetzt schon oft genug in solche Fade-Aufgaben. Ja, dann würde ich sagen, machen wir ganz kurz wieder eine Pause. Sehen uns dann im nächsten Part wieder von Final Fantasy XIV Realm Reborn, dem MMO. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao! Wir bleiben ja schön auf den Schienen stehen. Okay, sieht aber mega geil aus. Auf den Schienen selbst so. Aber ich habe noch keinen Zug, keinen Bahn fahren sehen. Okay, wie gesagt, ciao. Bis zum nächsten Mal dann. Haut da rein. Bye, bye.